Hallo! Hi zusammen! Herzlich willkommen bei den Dice Brothers, dem YouTube-Channel von Blockspiele.de. Heute wieder mit dem Yogi und dem Dan. Und heute gehen wir wieder in ein Kurz vorgestellt. Und wir sind ja quasi an einem Freitag und wer am Dienstag unser Video gesehen hat, der kann schon ein bisschen erahnen, worum es geht. Am Dienstag haben wir nämlich über Karak gesprochen. Jetzt lass mich mal überlegen. Also ihr habt es im Thumb wahrscheinlich eh schon gesehen, aber egal. Was könnte denn freitags dann als Kurz vorgestellt auf Karak passen? Ja, da gibt es nur eins. Karak Goblin. Ja. Hat mit dem Spiel Karak selber natürlich nur den Namen gemein, spielt in der gleichen Welt, aber es ist keine Erweiterung oder sowas zum Spiel, sondern ein eigenständiges Spiel. Also man erkennt halt Artwork und so weiter, erkennt man schon wieder. Auf jeden Fall. Aber es ist tatsächlich ein eigenständiges Spiel und auch ein ganz anderes Spielprinzip, während Karak nämlich den seichten Einstieg ins Dungeon-Crawler-Gewerbe, sag ich mal, bietet, ist es so, dass Karak Goblin uns das Thema Deckbuilding ein bisschen näher bringen möchte. Und auch ein bisschen Dungeon-Crawling in Kartenform. Genau. Das schon. Wir gucken einfach mal rein, würde ich sagen. Und dann erklären wir euch auch, was das Spannende daran ist. Wir haben jetzt ein bisschen gecheatet und ein bisschen was vorbereitet. Ja, wir wollen uns ja kurz fassen. Grundsätzlich kriegt jeder erstmal, wie bei Karak auch, übernimmt erstmal die Rolle eines Helden. Genau, vielleicht fangen wir damit an. Dann fangen wir damit mal an. Und jeder Held hat so ein Startdeck an Karten. Und ich zeige das, der Dan zeigt es mal in der Sidecam, glaube ich. Denn es gibt jetzt hier zum Beispiel den Magier, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Argentus. Jeder Argentus. Hat 6 Startkarten. Genau. Und das Schöne ist, die Charaktere sind tatsächlich asymmetrisch. Denn jeder hat andere Startkarten auf der Hand und hat auch ein bisschen eine andere Spielweise. Genau. Beim Argentus, wenn man sich den so anguckt, der geht relativ viel von Anfang an schon auf Kampffähigkeit, also er hat relativ starke Kampfkarten. Das sieht man immer hier unten an dem Schwert. Das Schwert zeigt halt die Kampfstärke der entsprechenden Karte an. Und bei dem sind schon eine ganze Menge Schwerter von Anfang an am Start. Genau. Dafür gibt es dann andere, die hier haben wir so ein Karten-Nachzieh-Symbol, die schneller ihr Deck quasi durchspielen, die also deutlich mehr auf das Nachziehen der Karten setzen. Genau. Also wenn man man muss sagen, wir zeigen mal das Deck der Waldläuferin, einfach nur mal, um das so ein bisschen im Vergleich zu haben. Man sieht da schon, das sieht auch völlig anders aus. Ne? Da sind viel mehr grüne Karten drin. Jetzt muss man dazu sagen, die Farben sagen so ein bisschen was aus. Ne? Rot sind eher die Kampfkarten, gelb sind eher die Verteidigungskarten, grün sind so ein bisschen so die Alleskönner und Karten nachziehen. Sachen, aber man kann es auch nicht so ganz pauschal sagen, weil alle Karten irgendwie alles können. Schön ist hier, wenn man so eine Karte ausspielt, kann man darauf achten, dann kriegt man halt Stärke oder Verteidigung dazu und da rechts sieht man diese farbigen Dreiecke. Wenn ich eine Karte ausgespielt habe, darf die nächste Karte, die ich ausspiele, nur von einer der Farben sein, die da auf diesen Dreiecken angezeigt ist. Das heißt, man muss sich im Vorfeld schon gut überlegen, in welcher Reihenfolge will ich meine Karten ausspielen. Genau, also hier haben wir sogar die 4 durch Zufall witzigerweise richtig hingelegt. Also ich könnte zum Beispiel erst diese blaue spielen. Auf die blaue darf ich alles spielen. Dann würde ich nochmal eine blaue spielen. Auf die blaue, seht ihr, kann ich rot oder grün spielen. Haben wir nicht richtig hingelegt, wir Deppen. Dann haben wir hier nochmal eine grüne. Und dann hätten wir nur noch rot oder blau zur Auswahl. Und wie ihr seht, rot oder blau geht in dem Fall nicht. Da wäre Schluss. Wichtig ist, ich habe immer 4 Handkarten, die ich auf der Hand habe zum Beginn meines Zuges. Also ich ziehe mal auf 4 Karten auf und die anderen, am Anfang sind ja 6 Karten im Deck, habe ich als Nachziehstapel da liegen. Und wenn ich dann hier dieses Karten nachziehen mache, darf ich die auf die Hand nehmen und wenn die passen, auch tatsächlich noch ausspielen. Also ich kann die Kartenreihe auch über 4 hinaus erweitern, wenn ich die passenden Karten legen kann. Ich kann aber nicht, wenn ich alle meine Karten, die mein Deck hat, in einer Reihe liegen habe, dann noch weitere Karten nachziehen. Das klappt nicht mehr, denn erst am Ende meiner Runde werden alle Karten, die ich gespielt habe, zu einem Ablagestapel gemacht. Und erst in dem Moment, wo ich dann Ablagestapel liegen habe und neue Karten nachziehen müsste,
würde ich neu mischen und dann von dem neuen gebildeten Stapel also, nachziehen. Also ehrlicherweise eigentlich ein ganz normales Deckbuilding-Thema. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, wofür machen wir den ganzen Kram nämlich, wofür spielen wir nämlich überhaupt ab? Wir müssen nämlich in den Dungeon rein und Monster kaputt hauen. Das ist nämlich eigentlich das eigentliche Ziel. Besser gesagt, das Ziel ist der Endgegner, der in der vierten Ebene dieses Dungeons liegt. Wir bauen nämlich in dem Spiel 4 Ebenen eines Dungeons auf. Das sieht man hier so schön, das kann man hier mal so zeigen an den Zahlen. Die erste Ebene hat hier die 1, dann die 2, die 3 und das X ist quasi, da sitzt der Endgegner. Und neben diese Dungeons kommen, glaube ich, 5 Monster, die da einfach zufällig von einem Stapel gezogen werden, die natürlich der Farbe des Dungeons und dem Level des Dungeons entsprechen. Ja, und dann geht es wie folgt los. Dann kann ich mir, wenn ich am Zug bin, aussuchen, welches Monster ich bekämpfen will. Man sieht hier schon, diese Monster haben, ich gehe mal hier hin, hier steht mal, in welchem Level die angesiedelt sind, also in Dungeon Nummer 2. Hier stehen die Lebenspunkte und hier steht, mit welcher Kampfkraft dieses Monster mich schlägt, wenn ich es nicht, also das schlägt mich auf jeden Fall, ne, was ich halt verteidigen muss. So, dafür muss ich halt in meinen Karten, die ich ausspiele, Schilde sammeln, um das zu verteidigen. Schaffe ich es irgendwie nicht, alle Schwerter wegzumachen, verliere ich pro Schwert, was ich nicht verteidigt habe, einen Lebenspunkt. Ja. Das Schöne ist, was ihr direkt seht, die Monster zeigen euch an, was eine erwartbare Belohnung ist, wenn ich das Monster besiege. Sprich, hier kann ich erwarten, dass entweder eine Waffe oder eine blaue Karte drunter ist. Hier ein Ausrüstungsgegenstand oder eine rote Karte. Und ihr seht auch die Monster, deswegen haben wir die jetzt mal so gewählt. Die werden von Level zu Level quasi stärker in ihrer Eigenschaft. Und wenn ich dann das Monster besiegt habe, kriege ich das quasi als Karte in mein Deck hinein. Also oder hier, als Ausrüstung. Oder als Ausrüstung, wenn es ein Ausrüstungsgegenstand ist, wie in dem Fall hier. Dann kriege ich den dauerhaft vor mich. Ich darf eine Waffe und einen Helm oder einen Ausrüstungsgegenstand mit mir rumtragen. Und was ihr hier seht, im ersten Level gibt es keine Voraussetzungen. Da kann ich quasi alle Monster bekämpfen, die in dieser Reihe liegen. Um in das zweite Level aufzurücken, brauche ich einen grünen Schlüssel. Grüne Schlüssel kommen über so einen Schlüsselmeister ins Spiel. Den muss ich besiegen. Dann habe ich den Schlüssel erworben. Den lege ich auch vor mich. Ab dem Zeitpunkt darf ich ins nächste Level vorrücken. Schönes Gimmick ist, ich darf danach keine Schlüsselmeister aus dem anderen Level mehr besiegen. Sprich, ich kann nicht andere klein halten. Die können also hinterherziehen und sich weiter vorarbeiten. Und ihr seht hier an den Karten, im dritten Level brauche ich dann schon grünen und gelben Schlüssel. Und um den Endgegner mich dem Endgegner zu stellen, brauche ich einen grünen, gelben und roten Schlüssel. Genau, man muss von diesen Schlüsselmeistern sind manche immer 5 Stück im Deck oder 6 irgendwie so. Also die sind schon relativ häufig. Genau. Also man muss sich halt durch die verschiedenen Ebenen durchkämpfen. Man kann aber auch in einer niedrigen Ebene kämpfen. Auch wenn ich jetzt schon 2 Schlüssel habe, kann ich trotzdem in der ersten Ebene kämpfen. Allerdings, man muss sagen, umso höher das Monster ist, desto besser auch meine Belohnung. Das heißt, meine Ausrüstung wird besser, die Karten werden stärker, die ich in mein Deck bekomme. Denn es zählt am Ende nämlich nur eins. Wer den Endgegner zuerst besiegt, der hat das Spiel gewonnen. Genau. Hier seht ihr dann nochmal die Karten, die ins Deck hineinkommen, wenn ich die Feinde besiegt habe. Und ihr seht, das sind dann halt in der Regel irgendwelche bisschen verbesserten Karten. Na klar. Um schon mal so dem Fazit ein bisschen vorzugreifen, was natürlich ein bisschen das in Anführungszeichen Manko ist, was wir gesehen haben, ist, man sieht natürlich dann beim Nachziehen, dass es halt eine Karte ist, die aus einem Monster stammt. Also das sehe ich direkt, wenn ich meinen Nachziehstapel habe, dass auf jeden Fall eine der gepimpten Karten ist. Jetzt ist es aber so, dass wenn ich hinterher das Deck stark aufgebaut habe, ich mir sowieso nicht mehr merken kann, welche Karte welche ist. Sowieso insofern nicht. Ist das dann nicht mehr so dramatisch. Ja, dann müssen wir auch schon zum Ende kommen, ehrlicherweise. Ja. Wir haben es jetzt mal kurz umrissen. Ich kann ja sagen, das haben wir gar nicht gemacht, Zahlen, da fragt 2 bis 4 Spieler, auch ab 7 Jahre und 30 Minuten ist alles super, also 30 Minuten ist super realistisch, länger braucht das nicht, weil die Regeln sind jetzt nicht so schwer. Obwohl ich sagen muss, dass hier die Regeln deutlich komplexer sind, also schon komplexer sind als bei einem normalen Karak, ja, weil man hier schon so ein bisschen gucken muss, welche Karten in welcher Reihenfolge, da muss man schon ein bisschen planen, ne, und dann welches Monster besiege ich, muss ich auch eine gute Auswahl treffen, kann ich dem anderen irgendwie was verbauen, kann man eigentlich hier nicht so richtig. Ne? Also man spielt natürlich wie manchem Deckbilder auch ein bisschen aneinander vorbei, außer dass man sich natürlich die Monster vor der Nase weg. Also Slate quasi, ne? Was man mal ganz ehrlich sagen muss, die Angabe ab 7 Jahren, auf gar keinen Fall. Na, also dafür ist es in meinen Augen zu komplex, dass ein 7-Jähriger dieses Spiel durchdringt.
ich sag mal, 8 Jahre, 9 Jahre, vielleicht, wenn ihr einen sehr pfiffigen Mitspieler habt. Aber generell würde ich es eher so um die 10 Jahre sehen, würde ich sagen. Denke ich auch. Also, halten wir es fest, ist auch ein Familienspiel. Ne? Also kann man, wenn man Karak durchgenudelt hat, sag ich mal, dann kann man sich auch Karak Goblin nochmal annehmen. Für Vielspieler, weiß ich nicht, ist es wahrscheinlich nichts. Dafür ist es dann doch wieder zu seicht, ja. Was für den 7-Jährigen zu komplex ist, für den Vielspieler einfach zu wenig wahrscheinlich an der Stelle. Aber es ist ganz unterhaltsam. Wir haben ein paar Runden gezockt und hatten da schon unseren Spaß mit. Und das wäre zum Beispiel ein guter Absacker oder ein guter Opener für so einen Spieleabend, denke ich. Also um Familien ins Deckbuilding reinzubekommen, ja, würde ich behaupten, okay. Ist durchaus brauchbar. Ja, genau. Also, Karak Goblin, Dungeon Crawl und Deckbuilding in einem, in Kartenform, kleines genügsames Spielchen. Und was man mal sagen muss, was ich super gut finde, es liegt knapp über 10 Euro ne, vom Anschaffungspreis her. Ich glaube 13 oder so. Ja. Also, schaut es euch an, wenn es euch interessiert. Uns hat es gefallen. Ja. Aber wie gesagt, für einen Vielspieler, der einen guten Deckbuilder sucht, ist natürlich nichts. Aber für eine Familie auf jeden Fall ein tolles Ding. Ja. So. Alles klar. Das war's schon. Wir haben die 10 Minuten ein bisschen gerissen. Macht nichts. Nicht schlimm, deswegen machen wir es jetzt schnell. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben gern da. Schreibt uns unten in die Kommentare, wenn ihr das Spiel ganz anders seht. Hallo Basti von Siegpunkt, der mag das Spiel überhaupt nicht. Grüße gehen raus. Muss ja auch nicht jedem gefallen. Also, ne? Abo, Daumen, Kommentare, kennt ihr ja schon. Alles klar. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.